Und da ist er wieder, liebe Leute. Ja, ich bin wieder am Start und wir setzen uns jetzt gleich zusammen in mein Autochen und fahren los. Und zwar gucken wir uns heute einen neuen Shop an. Der hat übrigens auch einen Online-Shop und richtig coole Pflanzen da. Was es aber genau damit auf sich hat, das gucken wir uns jetzt an. Let's go! Get up on your feet, this is a shakedown. Just like a takeout. Show me you got soul inside those no shoes. Eingepackt ist die Karre, ich bin am Start und der Ladenbesitzer oder die Ladenbesitzerin ist auch am Start. Und ob es ein Männlein ist oder ein Weiblein, das könnt ihr jetzt einmal herausfinden und mal selbst überlegen. Hallo. Hallo. Steht nämlich hinter der Kamera und wir gehen jetzt direkt rein und gucken uns die Pflanzen an. Let's go. Show me you got soul inside those no shoes. And you can rock and roll. Wir sind drin. Ihr habt jetzt schon ein paar Bilder gesehen. Ich finde es auf jeden Fall richtig schön, kuschelig und vor allem die Pflanzen hier eine richtig coole Auswahl. Aber was das für eine Auswahl ist, das schauen wir uns jetzt hier zusammen an. Wir haben hier zum Beispiel ein richtig schönes Regal. Und hier, sag mal was hierzu. Ja, das Philodendron Red Anderson ist mal was anderes halt. Die Pink Princess kennt ja jeder von euch mittlerweile. Und das ist halt eine Alternative, ne, zur Pink Princess und dementsprechend halt auch etwas schöner. Genau. Pink Princess ist ja auch extremst im Preis gefallen letztes Jahr und mittlerweile hat ja auch, glaube ich, fast jeder so eine Pink Princess bei sich zu Hause. Deswegen auf jeden Fall richtig cool, die Alternative hier zu haben. Gucken wir uns mal dieses Gefährt an, weil es ziemlich buschig gewachsen, würde ich sagen. Sieht man auch ja, relativ selten so in dieser, ich sage jetzt mal, Variante. Ist eine Brasil, ne? Genau, richtig. Ja, richtig schön dicht gewachsen, hier am Moorstab hochgezogen. Das Wichtige ist eigentlich, dass es halt schöne große Blätter sind, was man halt eher selten sieht. Ja, ja. Und vor allem auch hier mit der Panaschierung. Jedes Blatt ist anders und jedes Blatt ist ein Highlight. Und da kann man sich immer nur darauf freuen, wenn das nächste Blatt am Start ist. Und genau deswegen gehen wir jetzt hier oben weiter. Hier habt ihr auch überall auch so ein paar Anthurien. Ich sage mal Anthurien, Pflanze des Jahres 2022, immer mal mit dabei. Habt ihr auch verschiedene hier, ne? Genau. Und demnächst geht es auch in die, ich sag jetzt mal, Vermehrung über Samen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Ja, richtig. Wir planen, mit mehreren Anthurien zu kreuzen. Ja. Und das ist ja der neue Trend Richtung 2023 wird. Ja. Diverse Kreuzungen von Anthurien. Ja. Und das ist so ein Plan, der auch bald kommen wird. Und hier sehe ich was, was ziemlich geil ist. Ich meine, kennt ihr die? Ich kenne sie. Wie heißt sie? Ja. Sollen die Leute mal in die Kommentare schreiben, oder? Schreibt mal in die Kommentare. Das ist eine Pflanze, die auch aktuell, glaube ich, sehr, sehr gefragt ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal unbedingt in die Kommentare, was das hier für eine Pflanze ist und ob ihr die vielleicht schon habt oder haben wollt. Denn es gibt auch einen Online-Shop, habe ich ja schon eingangs gesagt. Der Online-Shop ist genau jetzt mit dem Video auch tatsächlich online gegangen, beziehungsweise den Online-Shop gab es schon vorher, aber da waren noch keine Pflanzen drin. Und ab jetzt könnt ihr sogar Pflanzen dort bestellen. Mit Gutscheincode 10% einfach mit eingeben als Gutscheincode Potplanter und dann bekommt ihr nochmal 10% auf den Einkauf von den Pflanzen im Online-Shop. Aber für die Leute, die jetzt hier im Bereich sind bzw. wohnen, ihr wisst ja noch gar nicht, wo wir sind, der eine oder andere vielleicht von euch schon, der kann natürlich auch hier hinkommen. Denn dieser Laden ist jetzt einmal die Woche geöffnet, aber dazu später mehr, wenn sich der Ladenbesitzer oder die Ladenbesitzerin auch gleich mal vor der Kamera stellt. So, und jetzt gucken wir uns erstmal weiter hier die Pflanzen an. Hier geht es direkt weiter an diesem schönen Regal mit einem riesengroßen Baby und zwar Florida Beauty mit richtig, richtig coolen, großen, panaschierten Blättern. Finde ich nach wie vor mega geil. Ich persönlich hatte noch nie bisher eine Florida Beauty. Irgendwann werde ich sie mir mal holen. Aber jetzt machen wir hier erstmal weiter. Florida Beauty und darunter direkt eine Pflanze, die mir persönlich, wisst ihr, die jetzt schon länger meinen Kanal verfolgen. Spatiphyllum finde ich alle geil. Egal, ob das die Standard-Spatiphyllum ist oder hier so eine variegierte Form. Ne? Schön panaschiert. Kriegt man mittlerweile ja relativ häufig. Was man aber nicht so häufig bekommt, kostet übrigens so um die 20 Euro. Was man aber nicht so häufig bekommt, ist hier eine Spatiphyllum, die übrigens gerade eine Blüte ausbildet. Hast du das schon gesehen? Ja. Okay. Bildet gerade eine Blüte aus. Und das ist hier eine ganz neue, seltene Variante davon. Irgendwas mit Ice Blue.
Blue Ice. Blue Ice, so. Ist sehr selten, kriegt man so gut wie noch nirgendwo. Hat halt diesen schönen silbernen Stich mit drin, genau. Und diese bläuliche Färbung. Ist halt jetzt die Frage, ob man das jetzt hier auf der Kamera so hundertprozentig einfangen kann. Aber ist eine ganz besondere Geschichte und vor allen Dingen mega pflegeleicht. Sieht schön aus, hat nicht jeder. Und die vermehrt sich halt auch wunderbar von ganz alleine. Ne? Die kriegt dann halt so kleine Geschwistertriebe unterirdisch und dann kommt dann da irgendwo am Haupttrieb dann die Babypflanze raus. Mega cool, kann man dann einfach abknipsen und dann neu in einen Topf stecken und dann hat man sogar noch eine Babypflanze selbst herangezüchtet. So, und dann gehen wir hier mal rüber. Achso, hier unten übrigens gibt es noch ein paar Babypflanzen. Ne? Da wird auch, so wie hier überall im Laden, alles so immer nach und nach, Woche für Woche, neu sortiert, da kommt wieder was Neues hinzu, weil das Schöne ist, hier wird nicht nur einfach eingekauft, neue Pflanzen und dann reingestoppt, sondern hier wird auch selber noch, gucken wir gleich behind the scenes mäßig auch nochmal hinten im Lager, hier wird nämlich auch produziert, nachhaltig die Pflanzen weiterentwickelt und vermehrt und deswegen ist das ganze Angebot hier auch immer variabel. Und deswegen hier auch nochmal ein paar Babypflanzen und hier haben wir so eine kleine Syngonien-Ecke. Ich weiß, viele von euch lieben Syngonien, warum? Klar, sind cool, sehen schön aus und sind pflegeleicht. Hier zum Beispiel auch eine Pflanze, die 2022 sehr, sehr beliebt war. Eine Red Spot Tricolor und finde ich auch richtig cool, richtig schön. Ich glaube, die hat auch mal irgendwann so um die 300 Euro gekostet in so einer kleinen Größe. Mittlerweile im Preis gesunken und hier finde ich auch super schön eine Aurea-Variante, weil das Grün hier, oh, das ist so schön, dieses Neonfarben, oh, ich liebe es einfach. Und wächst halt auch sehr schön, pflegeleicht, nur nicht zu viel gießen, dann passt das. Und hier eine ganz normale Syngonium variegata, ne? Albo variegata sagen ja auch viele. Auch schön, sehr buschig, hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 einzelne Pflanzen in dem Topf. Kommt rein, guckt euch die Pflanzen selber an, richtig, richtig schön. So, jetzt sind wir hiermit, glaube ich, durch. Ich gucke jetzt noch mal einmal drüber. Jo, das passt. Erzähl noch mal was kurz hier unten. Ihr habt auch Zubehör, ihr habt Erden, ihr habt Rangstäbe. Das ist natürlich jetzt nicht alles, was hier ist. Ja, ihr habt ja hinten im Lager noch so ein bisschen. Genau. So gesehen, von Erde über Töpfe bis hin natürlich auch zu Lampen und Ähnlichem haben wir natürlich auch alles im Onlineshop vertreten, natürlich auch im Laden vertreten und somit für jegliche Bedarf immer irgendwas da. Ja, perfekt. Lampen auch. Ne? Ich habe gesehen, ihr habt hier überwiegend auch die verschiedene Varianten, aber hier überwiegend sehe ich die Sunlight Flex-Reihe. Richtig. Ne? 10, 20, 25, sowas um den Dreh. Richtig. Natürlich auch noch eine andere Variante, aber wir haben beides. Okay, cool. Für die Leute, die sich noch nicht einig sind, was für eine Lampe und jetzt noch nichts von der Flex-Reihe gehört haben, ich blende euch mal oben rechts in der Ecke das Video ein. Da habe ich nämlich ein Video gemacht nur über die Flex. So, und jetzt gucken wir uns da drüben mal weiter um, weil da geht es jetzt zu den Gewächshäusern. Und da gehen die Türen auf. Mein Gott, was ist das für ein Trümmer? Ja, Gewächshaus, wie man sich am liebsten zu Hause auch so hinstellen würde. Und hier haben die Pflanzen natürlich nochmal so einen kleinen Benefit mehr, weil hier drin kann man natürlich alles ein bisschen besser halten. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, hier oben passt eine schöne Lampe rein und dann hat man da ein richtig gutes, komplettes Ding. Dazu übrigens später mehr, weil ich glaube, da ist auch was im Anmarsch eventuell für 2023. Da gucken wir mal gleich nochmal, ob wir da ein bisschen näher ins Detail gehen. Aber jetzt gucken wir uns hier nochmal die Pflanzen an. Wie gesagt, Pflanzen könnt ihr euch hier selber auch vor Ort angucken, dazu auch später mehr. Und hier fangen wir direkt mal an mit dem, was da direkt ins Auge fällt. Na, hier so eine schöne Strawberry. Also wenn man sich dieses Blatt hier anguckt, das ist ein richtig fettes Teil. Ne? Und hier hinten sind auch so ein paar Bipennifoliums. Ich hole mal eine raus. Ob ich die jetzt da rauskriege, ist eine andere Frage. Upsa. Ja, da rollt sich gerade sogar ein neues Blatt aus. Und hier habt ihr halt in so einem geschlossenen Raum, wie jetzt hier in so einem Gewächshäuschen, nicht die Problematik, dass die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist, weil so können sich die Blätter hier nämlich wunderbar selber ausräumen. Wenn die im Wohnzimmer stehen, haben die manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten. Hier klappt es aber wunderbar. Und hier auch eine Pflanze, wo ich glaube, dass jetzt 2023 diese Pflanze auf jeden Fall richtig, richtig gut, ja, ich sag jetzt mal, beliebt und verkauft wird. Müsst ihr mal selber schauen, weil demnächst steht ja auch eine Messe an, und zwar die Botanica. Da wird übrigens auch dieser Shop vor Ort sein, aber ne, da werden einige Shops vor Ort sein. Von daher, viele Ameisenpflanze. Mythisch? Oh Mann, aber... Hi, Caramel Marble, Dünger, Leute.
Ich habe eine Pflanze, von der ich weiß, dass sie Pfeiler hat. Direkt davor, das ist Saracena Leukophylla. Spiritus Santi. Verfolgen, weil ich das einfach. Genau. Gerade im Community-Bereich. Und das Geile ist halt auch, die Stimmung ist super. Was ist zur Botanica? Was sagt er? Mega gut. Und hier unten in der Ecke haben wir noch was, was immer mal wieder sehr gefragt ist. Dann bauen die mal wieder ein bisschen ab und dann kommen wieder Nachfragen. Das sind Orchideen, Juwel-Orchideen. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Ich finde es immer sehr putzig, brauchen aber auch so ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit. Aber wenn man es einmal hinkriegt, beispielsweise mit so einem kleinen Gewächshaus und so ein, wie heißen die Dinger? Glas, wie heißen diese Dinger? Glaskuppel? Nein. Terrarium? Nein. 5 minutes later. Glas? Flaschengarten. Wenn ihr so einen Flaschengarten euch unbedingt mal einrichten wollt, dann könnt ihr einmal darüber gucken. Denn hier beispielsweise ist so eine Art Flaschengarten. Ne? Da steht sogar tatsächlich jetzt gerade auch eine drin. Und finde ich auch immer schön. Ne? Schön dekorativ bei sich ins Wohnzimmer gestellt. Auf jeden Fall eine coole Geschichte. Hier machen wir wieder zu. Wie gesagt, gleich gibt es noch ein bisschen mehr zum Thema Gewächshäuser. Und jetzt ist das Ding zu. Und guckt euch mal bitte an, was das hier ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade so wirkt, aber meine Hand ist so mittelgroß und ja, das Blatt ist auf jeden Fall sehr groß. Und da hinten die Blätter sind sogar noch größer. Was ist das? Ich habe gesehen in der Instagram-Story bei dir, da sind Leute von ausgegangen, dass das eine Alocasia ist. Aber nein, ist keine Alocasia. Erzähl mal was dazu. Ja, Giganteum. So groß und gigantisch geht nur ein Giganteum. Genau. Richtig, es ist ein Philodendron und keine Alocasie. Wenn ihr so ein Ding bei euch aufstellen wollt, dann schon mal herzlichen Glückwunsch für sehr viel Wohnraum. Und zum anderen macht das natürlich richtig was her, wenn man sich sowas bei sich ins Wohnzimmer stellt. Genauso wie hier dieses Teil. Eine Monstera Borsigiana wächst natürlich ein bisschen höher, aber hier kann man sich natürlich dann auch mal sowas ins Haus stellen. Anstatt klein anzufangen mit ein, zwei Blätter, direkt, boom, volle Eskalation. So, und jetzt haben wir hier auch nochmal was dabei, was jetzt nicht ganz so Rare Plant ist, würde ich fast sagen. Was haben wir da? Ja, irgendwas es grün, ist schön. Weißes. Ich meine, es ist eine Draxee, wie wird es ausgesprochen? Draxiana, du weißt ja, was wir, ja, genau. Wir Kaktus. Aber da wissen wir wieder, was los ist. Hier Monstera in der Aurea-Variante. Richtig schön panaschiert auch wieder mit drei Blättern. Und gefällt mir wieder richtig gut. Und was da drüben steht, da ist nämlich noch so ein bisschen was Alokasisches und auch noch eine Vitrine. Das schauen wir uns jetzt auch an. Und dann haben wir nämlich noch eine Mittelinsel. Und das ist richtig dschungelmäßig. Guck mal kurz rüber. So, wir haben hier eine Alocasia, die ich ja gerade schon mal erwähnt habe. Die steht genau hier, eine grau-schwarze Alocasia mit Glatze. Kleiner Spaß, jetzt kommt die Auflösung. Und zwar bin ich heute hier bei varigata.de. Das ist der liebe Chris, den kennt ihr ja mittlerweile. Und der hat sich gedacht, machen wir doch mal einen eigenen Shop auf. Und zwar neben dem Online-Shop, den ihr ja schon kennt, jetzt auch hier ein begehbarer Shop mit Tür, wo man reingehen kann. Analog. Analogen Laden mit Tür, wo man reingehen kann. Oh, das ist cool. Aber jetzt hier für euch nochmal, wenn ihr irgendwo hier im Bereich wohnt oder vielleicht auch ein bisschen weiter weg und ihr seid mal im Ruhrgebiet, könnt ihr hier vorbeikommen. Und zwar wann? Jeden Samstag von 11 bis 17 Uhr ist jetzt aktuell angeplant. Ich finde, dieses Blatt ist überhaupt nicht störend. Nein. Warte mal, wir müssen ihn hochbiegen. Wir drehen ihn einfach. Warte, andersrum? Andersrum. Das sieht hässlich aus, das Blatt. Ich stelle mich mal davor. So passt das. So. Guten Tag. Genau, jeden Samstag von 10 bis 11. 11 bis, 11 bis 17 Uhr, da kann ich ausschlafen und in Ruhe alles hier vorbereiten. Und ja, und dann gibt es natürlich zwischendurch halt mal den großen Event, den Hofladen. Mhm. Der wird dann auch hier stattfinden. Das kennen ja manche schon. Und da gab es ja auch schon mal so ein Video von. Das kannst du ja auch mal da oben nochmal verlinken. Ja. Und ja, das wird dann alles natürlich noch angekündigt. Aber Regelöffnungszeiten 11 bis 17 Uhr am Samstag sollte erstmal reichen. Ja, okay. Das heißt, wenn Leute jetzt mal irgendwie doch hier sind unter der Woche, haben sie dann auch vielleicht mal die Möglichkeit, über Absprache irgendwie Klar. doch mal hier reinzukommen? Das ist gar kein Problem. Wenn ihr mal in der Gegend seid, einmal kurz irgendwie die E-Mail schreiben oder WhatsApp oder Instagram. Ja. Und verlinke ich übrigens auch nochmal hier. Genau. Da werden dann nämlich auch so Informationen übrigens nochmal gestreut, wenn mal so ein Hofladen ist. Hofladen für die Leute jetzt, die jetzt nicht nur sich das Video angucken, ist ein Ding,
draußen mit Pavillons, richtig schön groß, da gibt es Getränke, da wird meist auch gegrillt, eine richtig coole Sache. Und das Coole ist halt, da sind Leute aus dem gleichen Bereich. Genau, ne? Die Community trifft sich hier eigentlich mittlerweile, ist so ein Stammtisch des Ruhrgebiets und Umgebung. Quatschen, lustig sein und Pflanzen angucken, also eigentlich alles, was das Herz begehrt. Ja, mega cool, vor allem die Stimmung ist dann mal mega. Und da gibt es halt auch immer wieder so ein paar Schnapper, die man dann auch machen kann. Ja, ne? Alles durchaus möglich, dann, genau. Richtig. Und deswegen eine richtig coole Sache, dass man jetzt auch hier vorbeikommen kann, plus nochmal mit genau. der... Genau, einfach kurz Bescheid geben, anmelden, da können wir einen Termin vereinbaren, beziehungsweise... Ja, werden wir eine Absprache finden und dann kann jeder auch mal so vorbeikommen. Und ansonsten samstags. Vielleicht seht ihr mich dann auch mal Samstag hier, weil hin und wieder komme ich halt auch mal vorbei, weil das Ganze, ja, ich sage jetzt mal, an Pflanzenzeug, was hier rumsteht, ist halt nie das Gleiche. Das ist halt immer so ein bisschen Wundertüte. Da gucken wir uns jetzt gleich Richtung Ende des Videos auch noch mal so ein bisschen was an, was da so gedeichselt wird im Hintergrund. Das stimmt. Jetzt stehe ich wieder vom Blatt. Ja. Ich muss mich mal ein bisschen mehr bewegen. Genau. Wo wir jetzt wieder beim Thema Blatt sind, gucken wir uns jetzt noch mal an. Hier steht eine Vitrine. Was hast du da drin? In der Vitrine, lass mich mal überlegen. Ja, von allem so ein bisschen. Eigentlich ist die Vitrine auch nur das Ausstellungsstück für die Vitrinen, weil es war ja immer groß die Nachfrage nach Pflanzenvitrinen, wie man sie am besten ausbaut mit Licht, mit Einlegeböden, was auch immer. Das sind ja Sachen, die wir auch haben. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, stellen wir mal eine Milzbo hier rein, um den Leuten zu zeigen, wie könnte es überhaupt ausschauen. Mhm. Und da, es steht jetzt nichts allzu Besonderes drin. Ich kann es ja mal kurz aufmachen, dass man auch nur mal so ein bisschen gucken kann. Ja, und hier, wie schon gesagt, sind auch einfach ein paar unterschiedliche Sachen drin, damit es einfach schön grün aussieht. Mhm. Von bis. Ja, vor allem, da sind ja auch diese, viele von euch haben ja so eine Vitrine bei sich zu Hause. Richtig. Und da gibt es jetzt noch immer die Möglichkeit, ja, mache ich mir, bastel ich mir selber was, Einlegeböden ist ja, ich sage jetzt mal von der Stange jetzt nicht immer unbedingt so passend. Genau. Und da gibt es immer so ein paar Probleme. Die Probleme hast du erkannt und hast dir gedacht, machen übrigens, ich bekomme für dieses Video kein Geld. Das fühlt sich gerade so an wie... Er kriegt einen netten Händedruck. Und mal ein Getränk umsonst. Und eine Cola, ich wollte gerade sagen. So, aber jetzt nochmal hier drauf zurück. Das sind die Einlegeböden, weil ich feiere die nämlich persönlich auch. Milzbo-Vitrine ist immer die Problematik mit den Einlegeböden. Da muss man irgendwann selber basteln. Das ist ein krummes Maß und es gibt es einfach nicht von der Stange. So. Ihr werdet, wenn ihr euch mit dem Thema befasst habt, das Problem bekennen. Im Baumarkt gibt es nur 30, 40, 50 Zentimeter, aber nicht 33,75. So, und dementsprechend haben wir uns gedacht, ja... Schneiden wir die Acrylplatten passend auf das Maß, sodass sie wirklich 1:1 da reinpassen. Und schon seht ihr, habt eine aufgeräumte Vitrine, sieht schick aus und hält auch deutlich mehr als das Glas. Richtig. Ja, und da erzähl doch mal, was hast du jetzt hier so an Pflänzchen drin stehen? Da sind Baby kleine Pflanzen, da unten sind ein paar größere. Ich wollte gerade sagen, wir haben den Platz ein bisschen genutzt. Wir haben unten ein bisschen was Größeres, so ein Ring of Fire, ein Verrucosum. Da auch nochmal ein Bipennifolium, hier eine Marante, ne, von allen so ein bisschen eine kleine Florida Beauty. Oh, schön. Kleine Anthurien, was sehe ich da noch? Eine Alokasie, eine Syngonie. Also wie schon gesagt, kleine Pflanzen. Ihr könnt das kreuz und quer mischen, wie ihr möchtet. Also ne, ihr seid komplett flexibel. Genau. So, dann machen wir das Moped-Thema mal wieder zu. Und dann gucken wir uns noch die Mittelinsel an. Und dann gucken wir uns natürlich auch an, wie ich ja schon erwähnt habe, was so hinter den Kulissen an Pflanzen so von euch. Ja, wir werden einen kleinen Hintergrundcheck machen und gucken, was da so ist. Oh. Ja, hier ist die Mittelinsel. Wir haben uns gedacht, ja, so ein Raum offen, das macht natürlich eher so, ja, ist unspektakulär. Also packen wir uns so eine schöne grüne Insel hier in der Mitte und da haben wir auch für jede Preisklasse mal was drin. Sei es einfach so ein Skin-Dubsos, einen einfachen, den man auch mal zum Beispiel in eine dunklere Ecke stellen kann. Oft haben wir die Nachfrage, welche Pflanze passt am besten wohin. Sowas kann man zum Beispiel eher mal in eine dunkle Ecke packen. Dann hier einen adulten Epipremnum variegata. Ist auch mal was anderes, sieht man auch eher selten, denn die meisten davon sind eher kleine Blätterchen. Hier sind schon große, lange Blätter mit den Schlitzen, teilweise auch mit Löchern. Ist mal was Nettes für zwischendurch. Dann hier die Andersons, hatten wir ja gerade schon gesehen. Hier so ein Prachtstück mal in ganz groß, ne, dass man einfach mal auch sieht, die können auch wirklich groß werden. Ne? Ähnlich wie die Pink Princess zum Beispiel. Ja, und dann, ihr seht, ich laufe durch meinen Dschungel hier durch. Eine Marante, ne, die Lightvein-Marante. Dann haben wir hier mein stiller Favorit, auch wenn ich eigentlich eher so im Bereich Grünpflanzen bin, eine Orchidee. Besonderheit an dieser Orchidee ist, dass sie, ne, das kann man mal kurz hier gucken, ne, ihr seht, die ist hier nur in so einem kleinen Körbchen gefangen, weil die lebt von ihren Luftwurzeln. Ne, und das fand ich so gerade mit der Blütenpracht eigentlich ein recht schönes Teil. Einfach auch so ein bisschen Farbe hier in den Laden reinzukriegen, was man ja sonst eher durch die Grünpflanzen und nur durch die Panaschierung hat. Was haben wir hier sonst noch in der Mittelinsel stehen? Ja, auf die kleinen gehen wir jetzt mal nicht ein.
Hier die großen Sachen, die euch wahrscheinlich direkt ins Auge fallen. Eine Thai. Die große Thai, ne, schon mit deutlich größeren Blättern, ja. Ne, ist ein wunderschönes Showobjekt, wo man einfach auch sagen kann, ja, ne, da kann man zum Beispiel auch schön die Vorteile von vollflächigen Panaschierungen als auch die Nachteile erkennen. Ne, hier seht ihr ein Blatt, was voll panaschiert ist. Ja, das wird von der Pflanze nach und nach abgestoßen. Und im schlimmsten Falle, sieht man es hier, sieht es dann irgendwann so aus. Mhm. Ne, also gerade, wenn viele Leute mal fragen, boah, ich will so viel Panaschierung wie möglich, zeige ich euch das Beispiel. Und dann wissen sie, ja, okay, weniger ist eigentlich mehr. Genau, gerade ne? So die Einsteiger im Pflanzenbereich. Ne, genau. Dieses so irgendwie Monstera Deliciosa Variegata ist ja so ein Standardding. Genau, die wollen am besten komplett weiß, ja. Schneeweiß. Und deswegen, wenn ihr eine Monstera haben wollt, sei es eine Thai, sei es eine Variegata, was auch immer, guckt, dass die Panaschierung so ein bisschen marmoriert ist, verteilt ist. Ja. Das ist deutlich gesünder als jetzt eine vollflächige sektorale Panaschierung, weil die, habt ihr gerade gesehen, die wird knusprig. Genau, deswegen wichtig, Leute, lasst die Finger von vollpanaschierten Pflanzen. Oh ja. Das war eine kleine Lexikon-Explosion. Ja, richtig. Hier auch noch übrigens eine... Genau, ist auch eine dieser Wanderorchideen. Ja. Ja, die Hängenden, die sozusagen nur mit ihren Luftwurzeln leben. Mhm. Und dahinter hat sich noch was versteckt, auch was, was man eher seltener sieht. Eine Dobia. Jetzt denkt ihr euch, wie? Die Dobia, die macht da immer klack, klack, klack die Blätterchen hin und her. Ja, wenn es aber irgendwann oben am Baum entsprechend hochgeklettert ist und dann an Sonnenlicht kommt, dann kriegt sie halt solche Lappen. Ja. Solche Lappen mit Schlitzen, mit Blättern. Und das ist eigentlich die adulte Form von der Dobia. Ne, und hier haben wir halt einfach mal einen Kopfsteckling sozusagen von dieser großen Dobia eingepflanzt und die darf jetzt sozusagen groß werden. Ne? Ist halt immer mal ganz schön zu sehen, wie so eine Pflanze eigentlich die, ja, die Optik komplett verändert. Ne? Die kleine Dobia, die ist ja so mit silbernen Pünktchen und all sowas und die hier verliert diese Farbe und kriegt halt, ja, wie schon gesagt, richtig lange Blätter mit Schlitzen und mit Löchern. Genau. Wichtig da nur, wenn er so mal eine große holt und die sind jetzt noch in dem, ja, ich sag jetzt noch nicht ganz so hoch gewachsen, dann müsst ihr hier, ne, wenn ihr die jetzt zum Beispiel nächste Woche kaufen wollt, einen Rangstab reinpacken, damit sie dann wieder klettern kann, damit die Blätter weiterhin so schön groß sind. Genau, hier vorne habe ich noch eine stehen als Beispiel, da kann man es noch mal sehen, ne, hier halt genauso. Ja. Die großen adulten Blätter und ihr seht, die brauchen eine Ranghilfe, damit sie halt ihre Löcherchen und ihre Schlitze bekommt. Genau. Deswegen, Dobia in Adult ist mal was ganz anderes. Ich war lange Zeit Fan der Dobia. Ich habe mir jedes Art Dobia-Blättchen irgendwie versucht, so groß wie möglich zu kriegen und dann habe ich es irgendwann geschafft. Und ja. Deswegen, viel Licht braucht die natürlich dann nachher und dementsprechend dann gibt die Gas, weil die ist oben über dem Baumwipfel und kann jetzt den ganzen Baum sozusagen mit voller Sonne genießen. So sieht's aus. Und jetzt würde ich sagen, gibt es ein bisschen Behind the Scenes und noch so ein paar Nebeninformationen, Leute? Vielleicht. Yep. Und da sind wir in den Katakomben hinten bei variegata.de. Und das Coole ist, wie man hier sieht, alles schön in Kisten. So bleibt alles schön drin. Die Luftfeuchtigkeit, die Wärme, hier sind dicke Wände, die sind alle schön isoliert. Genau. Und ja, in den Cuttingkisten, was hat das damit auf sich? Ja, Cuttingkisten, wie der Name sagt, so kam das ganze Konzept in den Cuttingboxen. Davon habt ihr sicherlich auch schon gehört. Ja, wir halten unsere Mutterpflanzen eigentlich hauptsächlich in diesen Kisten. Wir haben mehrere Gründe. Punkt 1, wenn wir mal halt Schädlinge haben, haben wir es in einer Kiste begrenzt. Und selbst wenn, müssen wir einen ganz kleinen Anteil an ja, Mittelchen oder Nützlingen verwenden, um diese Kiste ja, zu sanieren. Dementsprechend, wenn da mal irgendwas sein sollte, breitet es sich nicht auf den ganzen Bestand aus. Das ist Punkt 1. Punkt 2 in den Kisten selber sind ja, eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist wie ein Mini-Gewächshaus und dementsprechend wachsen die Pflanzen da super. Und hier, ne, ihr seht, das ist eine Kiste mit Mutterpflanzen, die haben wir mal wild gemischt. Da ist ein Gloriosum, ein Vericosum, ein paar Syngonien drin. Und hier suche ich mir prinzipiell einfach irgendeinen Trieb raus. Dann nehme ich mir meine Schere, schneide hier einfach das Cutting raus und habe hier, so gesehen, die nächste Generation Vericosum, das Mutterblatt. Das wird in der Regel eh absterben. Das sieht jetzt gerade auch nicht so schön aus. Aber mit den Wurzeln weiß ich, das wird wieder wachsen und das gibt sozusagen den neuen Vericosum für die nächste Saison. Und so vermehren wir unsere Cuttings dementsprechend sehr ja, nachhaltig, weil wir einfach eigene Mutterpflanzen haben und nichts zukaufen müssen. Ja, das ist gut. Vor allem habt ihr auch die Möglichkeit, hier über den Winter dann die Sachen genau. Entsprechend ne, zu vermehren. Wir haben im Winter eine kontinuierliche immer Temperatur, was heißt, über den Winter können wir regelmäßig produzieren. Die Lampen hier machen sehr viel Abwärme. Der Strom von den Lampen, der wird über eine Photovoltaikanlage sogar produziert. Das heißt, die Sonnenstrahlen gehen sozusagen über den Strom direkt in die Lampe, in die Wärme. Also alles sehr nachhaltig mittlerweile geplant, wo ich auch sagen kann,
ja, da brauchen wir nicht extern großartig Strom einkaufen oder Wärme. Wir haben dicke Wände, wir haben alles gedämmt. Ja, mega gut. Ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Hast du noch irgendwas hier? Ansonsten ja, ich sag mal so, jetzt sind die Katakomben, ne? Es ist halt immer mal ein totes Blatt. Aber auf der anderen Seite sieht man halt auch hier. Ja gut, so gehen die ja nicht im Verkauf. Ne? Genau, so geht das alles nicht im Verkauf. Ich wollte gerade sagen, aber es sieht immer so schön grün aus. Deswegen, Das sind immer so die Cuttingboxen, die Leute hier auch bei uns lieben. Ja. Dieses knallgrüne Moos mit den super prächtigen Pflanzen dabei. Und wir haben wirklich, wie ihr seht, super viele Sorten. Ne, hier oben, da sieht man es, die wachsen hier sogar schon aus der Kiste raus. Mhm. Ne, das ist irgendein Trieb von dem Skindapsus. Den muss ich da mal wieder reinstecken, dass der da drin bleibt. Ja. Und aufgrund somit der hohen Luftfeuchtigkeit darin, da sieht man es hier vielleicht genau, auch mal so. Genau, die Luftwurzeln. Ne, da oben, das kann man hier quasi abschneiden, dann hat man hier direkt wieder eine Babypflanze, die man dann entsprechend wieder kultivieren kann. Genau. Und die dann irgendwann in den Verkauf geht. Kann sich auf der anderen Seite auch gut sehen. Ja, auf jeden Fall. Hier gut. Die ganzen Luftwurzeln und prinzipiell zwischen jeder Luftwurzel kann ich einfach schneiden. Ja. Und dann habe ich halt hier, ne, das sind auch so eine gemischte Tüte mit Skindapsus. Ne, kann ich hier zwischen jedem dieser Luftwurzeln eine neue Pflanze generieren. Und das ist eigentlich auch die Möglichkeit, wie wir halt unsere Pflanzen vermehren. Und so können wir halt aus den jeweiligen Sorten immer wieder Cuttings nehmen, die verwehren oder die Cuttings frisch in eine Box und dann halt als Cuttingbox an euch dann rausschicken, damit ihr es selber macht und sie bewurzelt, um halt eine eigene Pflanze daraus zu machen. Mega. Und hier, ihr seht es im Hintergrund, stehen auch nochmal 2, 3... Ich habe nicht gezählt, vielleicht auch 400, ich weiß es nicht. Weil das Krasse ist ja, da sind ja auch noch Pflanzen. Genau, das seht ihr gar nicht. Nee. Ja, was soll ich dazu sagen? Ihr habt halt so halt eine riesen Vielfalt. Ne? Genau. Und habt dann immer die Möglichkeit, jetzt stand das, was weiß ich, einen Monat irgendwo im Shop. Genau das. Und der Online-Shop, okay, jetzt sind die Pflanzen soweit drin gewesen. Dann habt ihr immer die Möglichkeit, ja, wir tauschen mal wieder ein bisschen was aus. Genau, da kommt immer eine Rotation rein. Ja. Oder ich sag mal, da ist mal ein Blatt nicht schön, das schneiden wir ab. Dann sagen wir, okay, stellen wir wieder in ein Gewächshaus und lassen einfach ein neues Blatt kommen. Das neue Blatt ist wunderschön panaschiert. Ja, mit dem frischen panaschierten super Blatt geht es in den Laden oder in den Online-Shop. Und so können wir immer, sag ich mal, hier ein bisschen was wieder nachwachsen lassen. Ja. Oder halt mal was abschneiden. Oder halt die Varianz dann groß halten, also das halt nicht langweilig wird. Finde ich ein richtig cooles Konzept. Ja, und hier habt ihr auch noch, da nehme ich euch jetzt mal mit, Anthurien in einem Gewächshaus stehen, von klein bis groß. Und die gucken wir uns jetzt auch noch an. Ja, hier klassische Foliengewächshaus. Man kennt es eigentlich eher so aus dem Tomatenbereich im Garten. Haben wir uns hier eins genommen mit dem einfachen Hintergrund. Wir haben an vielen Ecken Anthurien stehen. So, und Anthurien gegenseitig zu bestäuben, das ist sozusagen das Ziel. Deswegen haben wir viele Anthurien hier reingepackt, um dann halt am richtigen Moment die richtigen Pollenstände und Blütenstände zu finden, dass man sie aneinander rubbeln kann. Habt ihr ja bei dem Video von Jungle Leaves auch gesehen, wie man es da machen muss. Daraus habe ich auch natürlich wieder gelernt. Kann man ja auch mal wieder verlinken, für die, die es noch nicht gesehen haben. Also es war ein sehr lehrreiches Video. Und deswegen haben wir gesagt, alle Anthurien kommen hier rein. Und dann können wir rechtzeitig sehen, wann wir sie bestäuben müssen, um dann halt Jungpflanzen zu ziehen. Und hier haben wir ein paar. Ich kletter mal hier rein. Ne, wir wissen leider nicht genau, was dabei zustande kommt. Es könnte sowas in Richtung Kristallinum sein, es könnte was auch immer sein. Ne? Mhm. Das ist eher ein bisschen was runder, hier ist es eher ein bisschen was spitzer. Hier zum Beispiel, da ist zum Beispiel noch gar nicht großartig viel zu sehen. Ob es das wird, ist auch ein bisschen runder. Wir haben da mal so mehrere Experimentpflanzen und die wachsen hier nach und nach groß. Und ihr seht, ne, hier stehen natürlich auch ein paar andere drin, wir haben ja Platznot im Winter, aber jetzt gehe ich mal hier wieder raus. Ja, das ist sozusagen unser kleines Anthurienhaus. Ja, und da wollte er dieses Jahr, wenn ich ja richtig verstanden habe, auch ein bisschen mehr noch mehr in die Anthurienkreuzung gehen. Und ja, genau, richtig. Wir haben da so ein paar Pläne in Bezug auf die Anthurien, was wir noch ausbauen wollen. Mhm. Ja, und da werdet ihr aber auch allerspätestens auf unserem Instagram-Kanal oder im Newsletter erkennen, wenn es soweit ist, dann werde ich dann Meldung machen. Geil. Wir sind durch, aber der Chris hat sich noch was überlegt, und zwar eine kleine Mach mal hoch. Nee, so. Nee, mach gut. Hoch. Nee, das reicht. Oh, ich möchte aber. Ja. Warte mal. Geil. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Immer schön. Wir sind durch. Der Chris aber noch nicht, weil der hat hier eine richtig coole Nummer für euch genau. Immer überlegt. An die Leute, die jetzt immer noch dabei sind. Jeder kennt Jutebeutel, jeder braucht Jutebeutel und das ist unser Bestseller. Das ist die Queen, die Varroquianum und in dem Falle sogar die Holo Queen und somit eigentlich so der Evergreen, der immer läuft. Mega gut. Und wir haben uns gedacht, jeder braucht einen Jutebeutel, also kriegt ihr einen Jutebeutel. Und ich lege sogar noch einen drauf für die Leute, die sich unentschlossen sind, ob sie jetzt die Holofolie wollen. Die können sich auch sogar die Option der Sonderaus...
Ausgabe mit Regenbogen-Holo aussuchen. Das müsst ihr uns dann halt schreiben, wenn ihr es gewonnen habt. Vor allem, das kriegt man bei euch im Onlineshop. Das kriegt man im Onlineshop. Aber und das kriegen nur die Podplanter-Follower. Special Edition. Mega krass, auch vor allem, wie das funkelt. Ne? Ja, ist halt mal was anderes. Ja, was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ganz einfach. Ihr schreibt einfach mal rein, welche Pflanze ihr heute hier im Video gesehen habt und euch am besten gefallen. Richtig. Einfach mal schreiben, was hat euch... Damit wir auch wissen, was wir nochmal nachmachen müssen. Genau, und interessiert uns auf jeden Fall richtig krass, vor allen Dingen den Chris, weil er macht das ganze Gedöns hier. Genau. Und deswegen schreibt mal rein, welche Pflanze ihr hier am geilsten fandet. Und das Gewinnspiel geht genau jetzt los und endet hier nochmal eingeblendet für euch. Und am Ende des Gewinnspiels werde ich natürlich den Gewinner hier unten in den Kommentaren markieren und entsprechende Informationen rausgeben. So, alles weitere zum Gewinnspiel nochmal unten quasi für euch beschrieben. Und wir bedanken euch, wir bedanken uns bei euch. Wir bedanken uns. Genau, und danke auch an dich. War für die Cola. Genau, die Cola war super geil. Ja, ich würde sagen, kümmert euch um eure Pflanzen. Genau, und haut rein. Ciao.